Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Spielevorstellung. Heute habe ich für euch was richtig, richtig Süßes. Und zwar Dr. Bibber Tierarzt. Finde ich mega süß. Ich habe es euch ja auch schon im Unboxing gezeigt. Da habe ich ganz viel angeboxt und gezeigt, was ich alles so da habe, was jetzt in nächster Zeit vorgestellt wird. Und unter anderem ist da auch Dr. Bibber Tierarzt mit dabei jetzt. Und wir haben das auch schon ausprobiert und getestet. Und zwar an Silvester. Das war richtig witzig. Es ist ab 6 Jahren. Unsere Kleine ist 5. Die hat das trotzdem gut hinbekommen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das schon auch so ab 4, 4,5, 5 auch schon machbar ist. Ihr kennt euer Kind am besten, ihr wisst da Bescheid. Und ja, es ist ab 2 Spielern geeignet, aber man kann das auch alleine spielen. Da hat sie sich auch alleine beschäftigt. Und das war so ein bisschen knifflig, das alles da durch den Bauch zu bekommen, durch den Darm zu bekommen, aber mehr dazu gleich. Hier habe ich das Ganze jetzt mal ausgepackt. Das ist eigentlich recht handlich, das ist auch stabil und hier ist das Hundoskop. Einziger Kritikpunkt, den ich jetzt anzumerken hätte, man kann das nirgendwo festmachen. So, da hätte ich mir was gewünscht, wo ich das vielleicht noch festschnallen kann, damit das nicht hier so lose ist und auch nicht aus Versehen abreißen kann. Also das wäre ganz gut gewesen, wenn man das irgendwo noch befestigen kann. Hier hinten kann man so ein bisschen reinmachen, aber auch mehr schlecht als recht. Also das ist nicht so optimal gelöst. Hier hinten habt ihr einen Ständer, da könnt ihr das Spiel aufstellen. Ja, stellt ihr dann so auf den Tisch und dann kann losgespielt werden. Man muss aufpassen, dass man nicht so dolle drückt, aber das hat bei uns ganz gut funktioniert, damit halt eben der Ständer auch und das Spiel auch stehen bleibt. Ja, also da müsste man drauf Acht geben. Hier hinten ist eine kleine Kammer, in der die Ouchies sind. Die Ouchies habe ich jetzt gerade mal für euch geholt. Die sehen so aus. Ich zeige sie euch mal. Und zwar geht das so. Der Hund hat natürlich diese Ouchies gefressen. Das ist unter anderem so eine Hose. Dann sind das Hausaufgaben. Socken. Ein kleiner Hundehaufen, Hausschuhe, kommt auch mal vor. Dann hat der noch ein Handy gefressen und ein Stofftier, ein Teddybärchen. Und das ist magnetisch, das sind so kleine Magnete mit drin. Und die können dann halt eben auch hier hinten aufbewahrt werden, damit nichts verloren geht. Das finde ich gut. Was natürlich noch mit rein muss, das sind Batterien. Es sind nur so Testbatterien mit bei, also da müsstet ihr noch 2 Batterien mit reinmachen, damit das Ganze funktioniert. Die müsstet ihr dann parat haben und dann müssen die Ouchies hier durch den Darm geführt werden. Das ist ein bisschen knifflig, je nachdem, was man da so für ein Gefühl hat, für schwierige Dinge durchzuführen. Also ich fand's relativ einfach, so 2, 3 Ouchies waren dabei, die waren ein bisschen kniffliger, aber für die Kleine war das dann doch schon eine Herausforderung und auch bei meinem Mann hat es nicht ganz so gut geklappt. Also er musste da auch ein bisschen üben und ja, vielleicht habt ihr es gesehen in meiner Instagram-Story. Dann habt ihr hier diese Nase. Da hört ihr der Pups, der Hund, und das Spiel ist automatisch an und schaltet sich dann auch automatisch ab, wenn man da drauf drückt und ein Ouchie hier reinwirft. Ich mache jetzt einfach mal den Hundehaufen hier rein und dann wird das hier durchgeführt. Und wenn ihr am Ende angelangt sind, also wenn das dann den Hundepopo erreicht hat und rauskommt, dann macht der Hund einen Laut vor Erleichterung, weil er sich natürlich freut, dass es ihm jetzt wieder besser geht, dass ihm nichts schwer im Magen liegt. Und dann ist auch der nächste an der Reihe. Das Ouchie wird behalten als Punkt. Und man darf nicht nochmal, sondern geht das gleich weiter an den nächsten. Der darf probieren. Wenn er das nicht schaffen sollte, dann fällt das Ouchie hier raus. Dann ist die Runde vorbei und dann kommt der nächste dran. Und am Spielende ist es einfach so, dass geguckt wird, wer die meisten Ouchies zusammen hat, und wer die meisten Ouchies hat, der hat dann auch gewonnen.
Ja, also es sind ein paar dabei, die gehen ein bisschen einfacher durch und ein paar, die sind ein bisschen schwieriger. Ich würde da empfehlen, vielleicht einfach zu mischen und vielleicht einfach so eine Reihenfolge festzulegen oder keine Ahnung, dass man irgendwie ziehen muss oder dass gewürfelt wird und das, was rausfällt aus so einer Würfelbox, dass das dann, wie heißt das denn, Würfelbecher, dass das dann eben genommen wird. Also man könnte sich da ein bisschen was einfallen lassen, weil wie gesagt, einige Ouchies sind ein bisschen einfacher als andere, durch den Bauch, durch den Darm zu führen. Und ja, also das ist schön. Ich werde das jetzt einmal bis hinten durchmachen und dann werde ich euch das zeigen, wie der süße Pico hier sich freut vor Erleichterung und dass ihr das auch mal gehört habt. Und dann hoffe ich, dass das jetzt eine schnelle, knappe Erklärung für euch war, dass das in Ordnung war, weil sich doch bei dem ein oder anderen Video ein paar beschwert haben, dass zu viel Rede. Ja, also. Ich führe das hier durch und ihr hört schon, ich bin an den Rand gekommen und er macht so Blubbergeräusche vom Darm. Ja, also ihr seht schon, ich finde es relativ einfach. Und jetzt geht's los. Ja, und dann kann das Ouchie behalten werden als Punkt. Ja, also ich werde jetzt gucken, dass ich die Videos ein bisschen knackiger, ein bisschen schneller hier präsentiere für euch. Das gefällt euch besser. Es ist gut, wenn ich das gesagt bekomme und dann werde ich das jetzt so umsetzen. Ich hoffe, das war in Ordnung und lasst mir gerne einen Kommentar, ein Abo und einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Das war's mit dem Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.